So, mein Freund, es geht wieder zur Sache und zwar lernst du in diesem C-Tutorial die Funktion Realloc kennen. Ja, Malloc habe ich im Laufe meiner Tutorial-Serie, meiner C-Tutorial-Serie immer wieder mal benutzt, um dynamisch Speicher zu allokieren. Dann hast du auch Kellogg kennengelernt. Und jetzt eben Realloc. Ja, was macht denn Realloc nun? Ja, wenn du beispielsweise ein Array auf dem Heap erstellt hast, also Speicher auf dem Heap allokiert hast, sei es mit Malloc, sei es mit Kerloc, ne? Und du willst jetzt das Array beispielsweise ja erweitern, dann kommt die Realloc-Funktion zum Einsatz, also bei der Erweiterung von allokiertem Speicher beispielsweise, ne? Okay, wie das aussieht oder aussehen kann, das lernst du jetzt in den kommenden Minuten kennen. Und zwar lege ich jetzt schön los. Genau, Standard Library, das brauchen wir. Und nun erstelle ich eine Funktion, die die Aufgabe haben soll, die Werte in einem Array auszugeben. Diese Funktion werde ich dann im Programm, ja, aufrufen. Ausgeben. So. Das war der Prototyp der Funktion. Jetzt kommt die Funktionsdefinition nach Main. Hier eine Vorschleife. Printf. Die Ausgabe erfolgt linksbündig, das erkennst du an diesem Minuszeichen und jede Zahl soll mindestens ja eine Breite von 5 Zeichen einnehmen können. So. Alright, das ist unsere Funktion und wie gesagt, im Laufe des Programms werde ich diese Funktion benutzen. Dann mache ich noch etwas und zwar, ja, bei jedem Aufruf des Programms möchte ich das Terminal, die Konsole klären. Das ist nicht etwas, was du tun solltest, wenn du ein Programm schreibst für einen Kunden, aber wenn du eigene Programme schreibst, beziehungsweise ja, um dieses Tutorial, dieses YouTube-Tutorial, ja, angenehmer zu machen, ja, da mache ich es eben, also Konsole klären. So, und das geht hier bei mir auf dem MacBook Pro mit dem Aufruf System clear. Für Windows müsste das hier System CLS sein, aber System Clear oder System, nicht System, sondern System Clear ist es hier auf einem Mac OS-System, ich glaube auch auf einem Linux-System. So, weiter geht's. Jetzt kommen Variablen. So. N soll 3 sein am Anfang, denn ich will ein Array haben, ja, das ich mit Malloc erstellen werde und dieses Array soll ganze 3 Zahlen, ja, umfassen können. Ich glaube, das Leerzeichen braucht man nicht. So.
Belloc n mal size of integer. Genau. Und nun müssen wir überprüfen, ob überhaupt Speicher allokiert worden ist, ob es geklappt hat hier mit malloc. Also wenn es nicht geklappt hat, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. fprintf. Na, allokiert werden. So. Okay. Und diese Fehlermeldung wird ja in die Standardausgabe, in die Standardfehlerausgabe, das heißt also in diesem konkreten Fall in die Konsole geschrieben werden, ne? Okay. Ja, wenn kein Speicher allokiert worden ist, dann wird das Programm beendet, weil ja, die weitere Ausführung des Programms dann sinnlos ist, also Return 1. Genau, der Fehlercode 1 signalisiert in diesem Falle, okay, es wurde mit malloc kein Speicher allokiert. Okay, wenn ja, es nicht zu einem Programmabbruch kommt aufgrund, ja, einer nicht gelungenen Speicherallokierung, dann geht es hier weiter, dann weise ich ja entsprechende Werte zuweisen. Zack, zack. Prima. Und dann gebe ich das Array aus, bevor ich es erweitern werde. Und jetzt, ja, kommt unsere Funktion ausgeben zum Einsatz. Also ausgeben mit einem E selbstverständlich und hier natürlich auch. Genau. So. Alrighty, und jetzt gehen wir mal in die Konsole und führen dieses Programm mal aus. GCC. Okay, ja, da scheint was nicht gelaufen zu sein. Okay. Ja, hier brauchen wir natürlich auch einen Parameternamen. Okay, und ich glaube, hier war noch ein Fehler. Ne, ne, ne. Gut, probieren wir es mal aus. Okay, es hat geklappt. Prima und zacki. Ja. Da haben wir die entsprechenden Zahlen 111, 222, 333. Ja, weiter geht's, denn jetzt kommt realloc zum Einsatz. Ich erweitere das Array. Nee, nicht int, sondern n ist diesmal 5. Das heißt also, statt drei Werte speichern zu können, soll dieses Array ja 5 Werte speichern.
So, und das Erweitern des Arrays geht wie folgt. Die Werte, die bisher im Array vorhanden sind, die werden intern im Arbeitsspeicher an eine andere Stelle des Arbeitsspeichers kopiert und die neu zugewiesene Stelle bzw. ja, der neu zugewiesene Speicher, der mit Realloc neu zugewiesene Speicher wird dann 5 Werte umfassen können, aber die ursprünglichen Werte, die wir ja hier haben, die bleiben ja vorhanden. So. Und genau, und Realloc. Und jetzt gebe ich als ersten Parameter den Namen des ursprünglichen Arrays an, also R oder R, wie auch immer du das aussprechen möchtest. Und nun n mal size of integer. Wunderbar. Okay. Und selbstverständlich kann auch hier etwas schief gehen. Es kann passieren, dass der Arbeitsspeicher ja so überlastet ist, so voll ist, dass kein Speicher allokiert werden konnte. Und auch diesen Fall müssen wir natürlich überprüfen. Ja, das Array. Konnte das Array erweitert werden? If ja, wenn realloc null zurückgibt, dann ist etwas schiefgelaufen und auch für diesen Fall wird eine Fehlermeldung in der Standard Fehlerausgabe erscheinen, also fprintf stdr. So. Ja, nicht erweitert werden. Zacki, zacki. So. Gut. Ja, wenn das Array nicht erweitert werden konnte, ja, möchte ich das Programm allerdings nicht abbrechen, ohne den bisher allokierten Speicher freizugeben. Das müssen wir natürlich tun, damit es nicht zu Speicherlecks kommt. Also hier, ja, bisherigen Speicher freigeben, das mache ich mit free r. So. Und dann wird das Programm mit einer Return-Anweisung beendet. Und diesmal nutze ich den Fehlercode 2 oder irgendeinen anderen Fehlercode, der sich halt von dem Fehlercode, den ich hier oben benutzt habe, unterscheidet. So, dass man, wenn man denn ja, das Ganze auswerten möchte mit Hilfe einer ja, Bash-Datei beispielsweise, ja, dass man dann unterscheiden kann, warum ja, wurde das Programm beendet. Ne? Aber okay, hier ja, haben wir die Vorkehrungen getroffen, um eben ja, den bisherigen Speicher freizugeben. Und ja, wenn alles gelungen ist, dann wird der Speicher hier, dann wird der Speicher, der R zugewiesen wurde, automatisch freigegeben. Also die Freigabe des Speichers erfolgt implizit unter der Haube, wenn du so willst, automatisch, wenn eben Realloc erfolgreich war. Wenn Realloc allerdings erfolgreich war, dann müssen wir auch am Ende des Programms oder sollten wir am Ende des Programms auch den neu zugewiesenen Speicher, der nunmehr 5 Zahlen umfassen kann, freigeben. Also hier am Ende des Programms, ja, free erweitertes
Array. So. Zack. Und ich hoffe, dass ich jetzt keinen Tippfehler hier habe, aber wenn das der Fall sein sollte, nun ja, dann wird uns der Compiler schon darauf hinweisen. Okay, so. Also Erweiterung des Arrays und so weiter und so fort. Dann füge ich hier dem Array Werte hinzu. Oder weitere Werte hinzufügen. So, und dann wird das Array erneut ausgegeben mit der Ausgeben-Funktion ausgeben. Prima, prima, prima. Und nun gehen wir wieder in die Konsole. Zack, zack. Kompilieren selbstverständlich, weil wir ja den Code verändert haben. Und wow, diesmal ging es auf Anhieb. Prima, es ist alles gut. Das sagt uns zumindest der Compiler. Und wenn ich das Programm jetzt ausführe, ja, prima. Dann bekommen wir auch die Ausgabe, die ich beabsichtigt hatte. Also zunächst einmal das ursprüngliche Array. Dann wurde mit Realloc ja neuer Speicher zugewiesen, neuer Speicher eben auf dem Heap allokiert. Und die bisherigen Werte wurden zum einen ja in diesen Speicher kopiert. Dann habe ich dem Array weitere Werte hinzufügen können. Und ja, wie wir sehen, ist alles gut. Gehen wir mal kurz zurück in den Code und rekapitulieren das Ganze noch einmal. Also, um hier überhaupt mit malloc und realloc ja hantieren zu können, um diese Funktionen nutzen zu können, müssen wir die Standard Library einbinden und die Standard Library, die müssen wir auch einbinden, wenn wir hier System Clear oder System CLS benutzen wollen. Hier habe ich Variablen erstellt, das ist ja deutlich sichtbar. Und natürlich bei einer Nutzung von malloc oder calloc oder realloc müssen wir natürlich auch überprüfen, ob die Speicherallokierung gelungen ist. Das tue ich hier. Die Werte, die ersten Werte werden hier zugewiesen. Dann ja, Kontrollausgabe mit der Funktion, die ich erstellt habe. Nun wird das Array erweitert, n wird auf den Wert 5 gesetzt und hier ja, brauche ich eine neue Variable. Genau, realloc kommt zum Einsatz. Also noch einmal, das sieht dann so aus, dass eben ja, die Werte, die bisher ja in diesem Array waren bzw. sind, ja, an eine neue Speicherstelle auf dem Heap kopiert werden und diese Speicherstelle hat die Größe von 5 Zahlen. Ne? So ist es hier gedacht. Das gilt hier für dieses Programm. Und ja, hier wieder eben eine entsprechende Überprüfung, ne? Ob eben die Erweiterung gelungen ist. Noch einmal, wenn realloc erfolgreich ist, dann wird der bisher allokierte Speicher auf dem Heap automatisch freigegeben. Wenn aber die Erweiterung misslungen ist, dann müssen wir das hier nochmal explizit im Code machen. Das mache ich hier mit free r und r ist gleich 0. Naja gut, dieses r ist gleich 0 oder null.
Das bräuchte ich theoretisch hier nicht mehr, ne? Aber ja, das dient einfach nur der weiteren Absicherung bzw. der Konsistenz, ne? Ich setze eine solche Variable, nachdem ich Speicher wieder freigebe bzw. dafür sorge, dass Speicher wieder freigegeben wird, ja, ganz klar wieder auf Null. Dient der Sicherheit. Wie gesagt, das brauchst du theoretisch in diesem Programm nicht. Ja, hier füge ich weitere Werte hinzu und eine Funktion zu erstellen ist genau dann sinnvoll, wenn du Code nicht wiederholen möchtest, ne? Ja, das macht hier in diesem Zusammenhang durchaus Sinn. Und selbstverständlich, ja, hier wird wieder der Speicher freigegeben, der neu allokierte Speicher wird freigegeben. Und genau, bemerkenswert ist auch noch, dass ich hier ja verschiedene Fehlercodes nutze, so dass bei einer Auswertung, wenn sie denn erfolgt, ja unterschieden werden kann, warum wurde ja das Programm beendet. Und wenn alles gut geht, klar, dann wird eben 0 zurückgegeben. Okay, ja, prima, prima, prima. Alles läuft, alles funktioniert. Wir können wieder alle Fenster weit aufreißen, Hurra rufen, auf der Straße herumtanzen, was auch immer. Ja, man sollte der eigenen Freude durchaus mal freien Lauf lassen, ne? Ja, Programmieren lohnt sich, Programmieren macht Laune, Programmieren macht Spaß. Und vor allen Dingen, wenn du über die Zeit, über eine lange Zeit dran bleibst und deine Fähigkeiten als Programmierer ausbildest und erweiterst und verfeinerst, dann wirst du am Ende solche Fähigkeiten haben, dass du damit richtig viel Geld verdienen kannst. Naja, ich sage das immer wieder, weil ich auf Leute treffe, die sich eine finanzielle Existenz aufbauen wollen. Und ja, wir leben in einer ungemein chancenreichen Zeit, einer ungemein chancenreichen Zeit. Und es gilt hierbei, die Chancen, die man hat, ja, zu nutzen. Und Programmieren ist eine wunderbare Chance. Und wenn du dranbleibst, wird dich das eben weit bringen. Und ja, ich sage ganz klar, Programmieren kann dir ein wunderschönes Leben bescheren. Denn im Leben, ja, brauchen wir nun mal gewisse finanzielle Absicherungen. Da brauchen wir Geld. Ja, Geld ist nichts Schlimmes, sondern Geld, ja, kann dazu beitragen, dass du dein Leben prima gestalten kannst. Okay, mit einem solchen optimistischen Ausblick sage ich jetzt Mission accomplished. Wie gesagt, bleib dran und abonniere den Kanal, um weitere Videos eben nicht zu verpassen. Jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.